Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und herzlich willkommen in einer neuen Vlog-Woche. Ich dachte mir, ich werde diese Woche auch mal vloggen, also die ganze Woche. Und ja, wie das andere Projekt angekommen ist, kann ich noch nicht sagen, weil das jetzt heute erst das erste Video davon online kommt. Aber ich dachte mir, ich mache es einfach nochmal und ja, mir hat das einfach ganz viel Spaß gemacht und mittlerweile hat sich auch einiges so mehr oder weniger in meinem Alltag verändert, deswegen kommt einfach mit. Ich kann euch jetzt gerade noch nicht allzu viel hier zeigen vom Badezimmer, weil ich nachher noch ein Wohnungsupdate drehe, aber ich kann schon so viel sagen, ich habe mir gerade die Haare hier vom Spiegel gemacht. Ich werde mich jetzt noch schminken, dann eine Waschmaschine befüllen, einen Einkaufszettel schreiben, eine Lampe verpacken, die ich zurückbringen muss. Und dann schnell zum hoffentlich neuen Kinderarzt fahren. Also heute ist echt, es ist Montag, es ist sonst so viel los. Der ganze Tag ist schon wieder durchgeplant. Ich bin echt motiviert und der Kerl ist auch gut drauf. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich schminke mich eben mal und dann geht's weiter. Ich habe den Müll zusammengesammelt. Ich habe die umzutauschende Lampe hergetan und alles fertig gemacht. Kassenzettel sind, ich glaube, im Rucksack. Dann habe ich hier die Pfandflaschen drin und die Waschmaschine läuft. Und wir machen jetzt auf den Weg. Ja, wie gesagt, zuallererst zum Kinderarzt. Dann wahrscheinlich ins Möbelhaus, wenn es schon offen hat. Das ist natürlich jetzt auch wieder die Frage. Dann machen wir noch einen ganz normalen Wocheneinkauf. Und ich hoffe, ich habe nicht noch irgendwas vergessen. Ich habe doch gerade noch irgendwas gesagt. Auf jeden Fall habe ich gerade auch nochmal mit meinem Vermieter telefoniert, wegen der Dachbodenkammer. Und er meinte, ich soll mich Freitag nochmal melden. Ich hoffe, dass es dann endlich klappt, weil ihr habt ihr hier die Kartons vielleicht gesehen. Die müssen halt einfach nur auf den Dachboden. Und dann kann ich da auch erst ein Sofa hinstellen. Also klar, ich könnte die auch vorher, was weiß ich, hier in die Ecke stellen oder so. Aber trotzdem, die müssen halt einfach mal weg. Und hier in der Speisekammer, da sind auch noch ganz viele Sachen für den Dachboden. Und ich würde mir da gerne langsam mal was einrichten, so in Richtung Regal, wo ich meine ganzen Ordner, meinen ganzen Papierkram unterbringe. Aber auch so eine kleine Schreibtischecke, das habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht erklärt. Auf jeden Fall, ja, würde ich da auch gerne mal vorankommen. Was ich nachher noch mache, wahrscheinlich Nachmittag wegen der Lautstärke, ist die Deko im Katzenzimmer komplett fertig anbringen und alles. Und dann ist sein Zimmer nämlich wirklich komplett fertig. So, wie ihr seht, stehen wir gerade vor Porta. Und ich habe gerade meine Lampe zurückgegeben. Die war kaputt und ich hätte mir entweder dieselbe nochmal aussuchen können, aber wollte ich nicht, weil die von der Länge her echt doof war. Also die ging nicht Höhen zu verstellen. Praktisch dieses Kabel, also man hätte das halt aufwendig abschneiden und, weiß ich nicht, neu zusammenlöten oder was auch immer müssen. Weiß nicht. Jedenfalls... Jedenfalls hatte ich dann die Möglichkeit, entweder ich suche mir eine andere Lampe, habe ich geguckt, entweder alles, was mir gefallen hat, was echt wenig war, war entweder außerhalb meiner Preisvorstellungen, also die Lampe hat ja einen bestimmten Wert und ungefähr so habe ich mir es auch vorgestellt, also ich wollte, die Lampe hat glaube ich 55 gekostet und mehr als 60 hätte ich jetzt nicht ausgegeben, aber es war keine dabei, die mir gefallen hat und die um die 60 Euro gekostet hat. Also wenn, waren das dann gleich wieder so 150 Euro oder so. Und das wollte ich dann halt einfach nicht ausgeben. Dann habe ich halt gefragt, meinte die, ja, Geld zurück ist immer schwierig, bla bla. Ich hätte die belabert gekriegt, das wäre gegangen. Aber dann meinte ich, na was mit einem Gutschein? Weil ich so oder so auf jeden Fall hier noch irgendwas mal kaufen werde. Und dann meinte die, ja, Gutschein ist kein Problem. Also habe ich gesagt, okay, nehme ich einen Gutschein, hatte mir ausgestellt. Und dann bin ich so durch die Abteilung gegangen, die Küchenabteilung. Und dachte mir so, ja, guckst du mal nach Töpfen, weil ich brauche ja noch Töpfe. Und da waren so im Angebot, ich zeige euch die nachher, solche Töpfe, richtig schön, so schwarz, so Gusseisen, was auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig, richtig schön, matt schwarz oder matt dunkelgrau, was auch immer. Und wie gesagt, die waren im Angebot, waren insgesamt ein bisschen mehr als diese 55 Euro, aber ich habe jetzt praktisch, glaube ich, noch 14 Euro bezahlt im Endeffekt.
also verrechnet mit der Lampe. Dementsprechend habe ich jetzt 3 Töpfe, 3 verschiedene Größen. Und Töpfe sind halt wirklich teuer. Also ich hätte mir auch ein WMF-Topf-Set für 170 Euro mit 3 Töpfen kaufen können. Aber nee, jetzt habe ich 14 Euro bezahlt, beziehungsweise, na, ihr wisst schon. Genau, wir gehen jetzt noch Lebensmittel einkaufen. Kinderarzt hat sich auch geklärt. Wir haben einen Kinderarzt, wir haben einen Termin für die nächste U-Untersuchung, für die nächste Impfung. Alles super, da ist bloß echt Kacke mit Parken. Ich stand dann da mehr oder weniger auf der Kreuzung, also nicht auf der Kreuzung, aber am Rand, also keine 5 Meter zur Kreuzung, definitiv nicht. Hab keinen Zettel gekriegt, aber ist echt blöd dort mit Parken. Aber mit dem Fahrrad ist, also selbst wenn wir einen Fahrradkindersitz hätten, das wäre mir zu weit. Aber es war so schwer, einen Kinderarzt überhaupt zu finden. Deswegen habe ich dann nicht mehr geguckt, ist der nah an der Wohnung oder so. Nee, ich habe einfach geguckt, ist der hier irgendwo in Leipzig und hat der halbwegs gute Bewertungen. Ich mache jetzt keinen Lebensmittelhaul, aber ich habe noch ein bisschen Küchenzeug gekauft. Im Lidl, weil Küchenzeug war da im Angebot und zwar ganz viel Rosanes. Und da drehe ich euch dann gleich einen kleinen Haul, wenn ich euch auch zeige, was für Töpfe ich mir geholt habe. Dann habe ich auch mal so 3 Minuten mit der Kamera erzählt, obwohl sie nicht lief. Ich habe gerade nämlich schon den ersten Mal den Töpfe ausgepackt. Ich packe jetzt nochmal den kleinen Topf aus. Ich habe gerade den ganz großen ausgepackt. Ne, den mittleren. Der mittlere hat einen Durchmesser von 20 cm und einen Volumen also von 2 Liter. Der kleine hat einen Durchmesser von 16 cm und 1,3 Liter gehen rein. Was für viel Folie für einen Mini-Deckel. Die Deckel sind sehr schlicht, ich finde die aber schön. Und im Endeffekt, ich benutze fast nie Deckel bei Töpfen oder Pfannen oder so. Genau, und das ist dann jetzt hier der Topf. Das ist alles so, bis auf jetzt den Boden, aber alles so eine Farbe, ein Material, ein Ton, ein Teil sozusagen, keine Ahnung. Ich finde es richtig, richtig schön, richtig schlicht, so dunkel und ja, wird auf jeden Fall zur Küche passen. Ich freue mich so unfassbar über diese Töpfe, die waren wie gesagt auch reduziert. Genau, man muss natürlich bedenken, die Griffe werden heiß, aber deswegen, oder nicht deswegen, aber ich habe mir ja bei IKEA diese Gummitopfhandschuhe geholt. Deswegen werde ich da mit klarkommen. Dann habe ich beim Lidl noch so winzige Frischhaltedosen, natürlich in rosa, gefunden. Ich hatte mir, kann ich euch zeigen, ja, bei IKEA schon die hier geholt in der Größe und ich dachte, so eine kleinere Größe ist auch nochmal ganz praktisch, um so portioniert Kräuter oder sowas einzufrieren. Dann habe ich ein Messerblock, der ist hier bloß nass geworden von irgendwas Gefrorenem, den packe ich gleich aus. Und dann habe ich mir noch 2 Schneidbrettchen geholt, weil ich bisher nur eins hatte aus Holz und die können in Geschirrspüler und sind halt rosa und weiß gestreift. Finde ich sehr schön. Ja, oha, wie schön. Ich muss den hier drüben mal noch abwaschen. Der ist halt matt weiß. Ist total cool. Und dann halt hier so. So, und dann habe ich jetzt endlich auch eine Aufbewahrung. Das passt perfekt. Eine Aufbewahrung für meine scharfen Messer. Ich habe mir nämlich jetzt schon was überlegt fürs Besteck. Und hatte aber die großen scharfen Messer da nicht einkalkuliert und klar, hier könnt ihr mir so eine Magnetleiste holen, aber ich finde sowas, was man sich hinstellen kann, auch irgendwie cool. Einige Zeit später. Wir haben Mittag gegessen. Wir essen gerade Kekse, wir machen gerade Kaffee trinken. Ich habe dann, boah, wie geil, einfach mein Oberteil zu den Luftballons passt. Ich liebe dieses Oberteil. Ich habe mir das am Wochenende, am Samstag gekauft. Ich habe es gesehen und musste es mitnehmen. Es ist einfach gelb und ich liebe gelb und es war so schön und der Schnitt ist perfekt und ich glaube, das ist jetzt ein absolutes neues Lieblingsteil von mir. Und was jetzt auch einfach noch sein muss, ich habe 2 neue Kaffeesorten mitgenommen, beziehungsweise die einzigen 2, die es überhaupt im Lidl gab. Einmal den normalen Latte Macchiato, ich hatte ja vorher den Karamell Latte Macchiato, der ist alle. Und dann hatte ich diesen Flat White, der ist jetzt auch alle und dann hatte ich jetzt nur noch den hier da, diesen normalen Kaffee, was auch immer. Und jetzt habe ich mir mal noch den hier mitgenommen, um den mal mit dem anderen zu vergleichen. Und wie gesagt, den Latte Macchiato, den ich jetzt auch trinken werde. Und dann werde ich aber nachher, wenn ich zum DM fahre, mal gucken. Dort ist auch ein Rewe. Ja, ein Rewe. Und da hatte ich beim ersten Mal meine Kaffee... Sind das Kaffeepads? Sind das Kaffeekapseln? Was ist das? Diese Teile halt her. Und jedenfalls
wollte ich dann nochmal gucken nach anderen Sorten. Seht ihr, wie schön das aussieht? Das hier unten, das ist einfach zu krass. Aber hier oben auch mit den Schichten und so, das ist also, was dieses Mini-Teil von Kaffeemaschine da zusammenbringt, ist echt krass. Bin ich sehr, 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 sehr erfreut drüber. So, wir fahren jetzt nochmal zum DM. Es ist um 3 und der Kaffee hat echt gewirkt. Ich fühle mich viel lebendiger. Was ich sagen wollte, der Karl und ich haben gerade ein bisschen getanzt. Also wir hatten Musik an, so dann am Ende vom Kaffee trinken. Also ich habe ihn abgewischt und da habe ich Musik angemacht. Und dann haben wir so ein bisschen, ja, sind ein bisschen rumgehüpft und so. Ey, mir ist so warm geworden. Das war gefühlt so ein, wie so ein Workout. Und deswegen dachte ich, wir sind im Parkhaus. Ich drehe jetzt mal hier im Parkhaus direkt, während ich alles hier einlade, einen DM-Haul. Und ich hoffe ganz sehr, dass ich dabei nicht beobachtet werde. Zweimal Windeln, wie immer. Dann habe ich Waschmittel. Diesmal ein rosanes, was auch echt gut riecht. Dann Hygienespüler, 20 Liter Zugbandmüllsäcke, wieder mit Duft. Ist mir eigentlich egal, ob die nach irgendwas riechen. Ich brauche halt Müllsäcke. Dann habe ich ein Duschpeeling. Also ich wollte einfach nur ein Peeling und da ich das eh beim Duschen benutze, kann ich mir auch ein Duschpeeling kaufen. Das riecht übrigens gut nach Melone. Dann habe ich eine Bodylotion, passend zu meinem Duschbad. Und die hatte ich zuerst in der Hand. Das ist eine, also auch eine Bodylotion, aber die ist halt so mit so ein bisschen Glanz und ich glaube ein bisschen Bräune. Und die Sache ist, dass ich eventuell mir die nur an die Beine schmieren kann, weil es sonst überall komisch aussieht, wenn ich dann überall so glänze und braun bin. Deswegen habe ich mir dann lieber noch diese andere mitgenommen. Diese normale Bodylotion, falls ich diese Schimmerlotion da nicht überall verwenden kann. Dann einmal Batterien fürs Babyfon, Lichterketten, was auch immer. Ein Concealer ist es allerdings nicht genau der, den ich immer hatte, den gab es nicht. Aber ich hoffe mal, dass der genauso die Farbe hat. Und Augenpads, Concealer und Augenpads habe ich heute auch benutzt und dringend gebraucht. Dann so Clipstüten, die haben mir in der Küche die ganze Zeit noch gefehlt. Und ganz viele Riegel, damit wir auch mal einen Vorrat haben. Genau, ich hole jetzt noch einen Zettel, dann sage ich euch, was gekostet hat. Und der Karl ist immer noch am Schlafen, was echt gerade uncool ist. Ich hoffe, dass er trotzdem heute Abend zeitig ins Bett geht. 44,56 habe ich bezahlt. So, ich habe dann auch mal versucht, einen Schraubhaken in die Decke zu hämmern. Was, glaube ich, eigentlich auch funktioniert hätte, wenn diese Decke nicht einfach hart wie weiß ich nicht was wäre. Weil ich habe nicht mal einen Nagel in die Decke gekriegt. Also, ich glaube, ich hätte das ohne Dübel, ohne Bohren und alles machen können, wenn die Decke nicht so einen blöden Zustand gehabt hätte. Aber ich habe es versucht. Ich bin nämlich gerade dabei, in Karls Zimmer noch ein bisschen Deko anzubringen und wollte eigentlich gerade noch dieses Mobile über dem Wickeltisch aufhängen, was eigentlich wirklich ja nicht mehr seinen Sinn oder Zweck erfüllt, den Karl beim Wickeln zu unterhalten. Aber einfach dekorativ ist und übelst kurz zum Zimmer passt. Ich habe das selbst gebaut. Das war jetzt gerade Selbstlob. Aber ich finde es halt wirklich schön. Auf dem Rückweg vom Einkaufen gerade hat es übelst angefangen zu regnen. Ich habe also, es sind einige ohne Licht gefahren. Das fand ich sehr verantwortungslos. Ich habe Licht angemacht. Also zusätzlich zum Tagfahrlicht das normale Licht. Nebelschlussleuchte, Nebelscheinwerfer. Ich bin so voll aus Atem gerade. Und es wurde immer, immer, immer doller. Ich kann euch eine kleine Sequenz einblenden, da war es schon gar nicht mehr so schlimm. Ich habe trotzdem angehalten, weil einfach voll viele angehalten hatten und ich überhaupt nicht mehr sehen konnte, wie viel Wasser schon auf der Straße steht. Und ich keinen Bock hatte, dabei diesen Straßenbahnschienen übelst rumzurutschen. Wie gesagt, Einblendung folgt jetzt erstmal. Ihr habt ja gesehen, der Scheibenwischer war auf der höchsten Geschwindigkeit, trotz dass ich nicht gefahren bin. Also wisst ihr Bescheid, wie es war, als ich gefahren bin. Und dann, das konnte alles gar nicht so schnell abfließen, also stand überall ziemlich viel Wasser. Genau. Also meine Haare sind jetzt nicht mehr gemacht. Ich war nämlich duschen und hatte die Haare zwar nur so zusammen, aber trotzdem durch diese Feuchtigkeit da, also die Luftfeuchtigkeit in der Dusche, sehen die jetzt so aus. Wir sind beim Abendbrotessen. Ich versuche gerade, mein Handy hängt nämlich am Ladekabel, deswegen Hilfe. Deswegen, okay, ich muss festhalten, ist ein bisschen auf Spannung. Wir essen zum Abendbrot. Ich zeige es euch in meiner Schüssel, dass ich jetzt
nicht so geil aus. Wir essen Kartoffelsalat. Ich habe 1 Kilo Kartoffelsalat diesmal gekauft. Vom Lidl, der ist total lecker und ist ohne Ei und ohne Gurke. Also Gurke könnte wegen mir noch ran, wobei ich auch saure Gurke habe, die ich ranschneiden könnte. Ei muss nicht und ist gut, dass es nicht dran ist. Und genauso solchen Quatsch wie Apfel oder so. Nee, das muss da gar nicht ran. Genau, in der Mikrowelle, also ofenmäßig, ist jetzt ein Knoblauchbaguette. Das habe ich auch gekauft. Boah, ich bin voll fertig. Genau, und es ist jetzt kurz vor 6. Ich hatte schon totalen Hunger, habe ich ja erzählt, dass ich den ganzen Tag Hunger hatte. Und ich denke mal, dass spätestens um 7 der Karl ins Bett gehen wird und ich auch ins Bett gehen werde. Dementsprechend werde ich jetzt an der Stelle das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sehen wir uns im nächsten Video wieder. Theoretisch morgen und theoretisch wieder mit einem Vlog, und zwar einem Dienstagsvlog, der dann auch an einem Dienstag, also morgen, hochgeladen wird.